Veranstaltungen zur Berufsorientierung gibt es viele, doch bei einer Karrieremesse für Studenten kommt man in Mitteldeutschland an einem Namen nicht vorbei, WIC-WAY. WIC ist dabei die Abkürzung für Wirtschafts- und Industriekontakte. In Zwickau hat alles vor 20 Jahren begonnen und die Jubiläumsveranstaltung steht am 15. November an. Ein solches Gedränge wie hier bei einer der vergangenen Messen ist bei der WIC ganz normal. Und dabei begann 1998 alles mit der vernichtenden Aussage eines WHZ-Professors. Einer der damaligen Studenten hat daraufhin die WIC ins Leben gerufen. An die Aussage seines alten Professors erinnert er sich auch heute noch ganz genau. Ja, bekommt man keinen Job. Und das war so der Startschuss, wo du aus diesem Angstgefühl heraus keinen Job oder kein Praktikum zu bekommen, das war so der Startschuss für die WIC, wo wir gesagt haben, okay, mag sein, aber wir lassen es drauf ankommen. Das heißt, wir haben dann viele Unternehmen nach Zwickau eingeladen, 35 an der Zahl, in die Mensa auf dem Scheffelberg damals noch. Und das war die erste WIC und die ist hervorragend gelaufen und vor allen Dingen bei den Unternehmen sehr super angekommen. Schon für die zweite Auflage der Karrieremesse reichte der Platz am Campus Scheffelberg nicht mehr aus. Die Initiatoren hatten offensichtlich eine Marktlücke gefunden, sowohl bei den Studenten als auch bei den Unternehmen. Ja, also die WIC hatte dann im zweiten Jahr schon weit über 50 teilnehmende Unternehmen. Also es war nach der ersten WIC so. Es war ja damals noch nicht so mit Internet versetzt wie heute. Da sind bei uns noch die Faxe heiß gelaufen. Die haben dann alle gefragt, wann, wie, wo das nächste Mal. Da wussten wir noch gar nicht, dass wir nächstes Jahr überhaupt eine machen wollen, weil wir eigentlich unsere Kontakte fürs Praktikum gefunden hatten. Aber wir haben dann auch schon ein Stück weit an andere Studierende mitgedacht und die war auch von den Studierenden gut besucht, die erste WIC. Und dann sind wir schon aufgrund der Platzverhältnisse in die Stadthalle gegangen und da war noch sogar die erste Großveranstaltung in der Stadthalle, die damals neu entstanden ist, 2000. Und ja, seither ist es eine Erfolgsgeschichte, wir sind seither immer gewachsen und bewegen uns auf einem durchschnittlich sehr hohen Level von um die 130 bis 150 Unternehmen. Es gab mal einen kleinen Knick zur Finanzkrise, das ist aber normal. Nichtsdestotrotz war der aber nicht so groß, also dass es uns jetzt Angst gemacht hat. Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt gibt es heute das große Schlagwort Fachkräftemangel. Das ist aber bei weitem nicht universell gültig. Gerade was den akademischen Nachwuchs betrifft, ist die Initiative jedes Einzelnen gefragt. Das ist richtig. Also wir beobachten es auch immer wieder. Fachkräftemangel ist sehr differenziert zu sehen. Zum einen erstmal muss man unterscheiden akademische und nicht akademische Berufe. Also jetzt der wahre Fachkräftemangel ist momentan eher im nicht akademischen Bereich, also den gewerblichen Berufen, also Zerspannungsumformtechnik, CNC-Programmierer in den Unternehmen, also die jetzt sehr produktionsnah sind. Da ist ein echter Fachkräftemangel. Im akademischen Bereich gibt es den punktuell auch. Das sind so die Schwerpunkte Softwareentwicklung, also Programmierung, IT generell, also Hard- und Software in Verbindung und Elektrotechnik und dergleichen. Alle anderen oder viele anderen Studiengänge, BWL, die ganzen Studiengänge der Geisteswissenschaften, da ist es schon noch so, dass Studierende, also kann ich nur empfehlen, frühzeitig Kontakte zu Unternehmen suchen sollten, vor allen Dingen sich ausprobieren sollten. Also ein Ergebnis von einem Praktikum, sei es jetzt freiwillig, Pflichtpraktikum oder von einem Volontariat, kann ja auch sein, ich weiß, was ich nicht möchte. Ist ja nicht zwangsläufig den Traumjob oder den zukünftigen Arbeitgeber zu finden, sondern ist ein Stück weit auch Selbsterfahrung, die man da kennenlernt und wo man viel über sich selber erfährt. Am 15. November wird in der Zwickauer Stadthalle nun die 20. Auflage der Wirtschafts- und Industriekontaktemesse veranstaltet. Doch schon im Vorfeld können Studentinnen und Studenten ihre Fühler ausstrecken, wie es sich heutzutage gehört, online unter wicway.de. Dort können Unternehmen und Bewerber, also Studierende, Absolventen interagieren miteinander. Das heißt, Unternehmen haben eine Art Mini-Homepage, das heißt, sie haben ein Firmenprofil, wo sie sich spezifisch für das Bedürfnis Arbeitskraftsuche, akademische Arbeitskraftsuche im Sinne des Arbeitgebermarketings vorstellen. Das heißt, sie stellen sich ihre Stellen vor, sie können ihre sozialen Kanäle mit einbinden. Gerade Videos können dann direkt auf unserer Homepage mit eingebunden werden, was halt sehr wichtig ist.
weil die Jugend von heute da sehr videoaffin ist. Und für die Bewerber selbst, man kann dann seine Lebensläufe, seine Unterlagen entsprechend dort ablegen, hochladen, selbst entscheiden, wie viele Daten man freigeben möchte und kann dann sich voll digital bewerben. Das heißt, auf die Stellen, wir haben da ca. um die 1200, 1250 Stellen permanent für Praktikum, Nebenjob bis Berufseinstieg in der Region und auch etwas überregional vorliegen. Wir sind da eine der größten Jobbörsen sogar in der Region. Und wenn man was gefunden hat, kann man sich voll digital bewerben. Das heißt, das Unternehmen bekommt, der Personaler bekommt von dem Bewerber einen Link und er hat den vom Bewerber freigegebenen Zugriff auf das persönliche Profil, kann sich das angucken und dann können die in Interaktion treten. Man trifft sich bei uns auf den Messen, man kommt zu den Unternehmen ins Bewerbungsgespräch und dergleichen. Mittlerweile gibt es Ableger der Messe auch an der HTWK in Leipzig und an der Uni in Chemnitz. Das Original aus und in Zwickau startet am 15. November um 10 Uhr in der Stadthalle. Für die Besucher ist der Eintritt frei.